Alter, was geht ab, Leute, Junge? Auf dem Weg, komischerweise Pizza essen. Ja, das hättet ihr nicht erwartet, weil ich bin ja kein großer Pizza-Fan. Und gleich hier am Hohenzollernplatz, da war ich schon mal, die heißen Royal Healthy Slices. So Pide, so Slices halt. Schmeckt mega. Und die haben jetzt irgendwie so eine zweite Location, Standort. Und ihr Franchise ist sozusagen dieses Royal. Und dann halt, je nachdem, was das für ein Laden ist. Und jetzt halt heute Eröffnung von der zweiten Location, Royal. Und die verkaufen dort Pizza. Dementsprechend, weil die sind mega, die sind echt top. Ich habe die sogar auf der Top-Liste von mir in München. Und deswegen, wenn die das machen, wird die Pizza hoffentlich auch geil sein. Da war der Laden, aber die nehmen keine Karte. Und ist nicht besonders billig, also ja, so viel Cash habe ich nicht bei mir, also bin ich einfach wieder gegangen. Ich so, ja, schauen wir mal, und dann bin ich einfach gegangen. Ist schon nervig, wenn die keine Karte annehmen. Okay, ich verstehe es bei kleinen Preisen, aber das ist eine Pizza oder eine Calzone, Digga, die hat 16 Euro gekostet. Ab solchen Preisen sollte man schon safe. Und da gibt es ja auch Wein und so, dies, das. Also wie kann man da keine Karte haben? Entweder hebe ich jetzt irgendwo ab oder ich gehe woanders essen. Im Parkcafé gibt es den hier. Fairfax Express. Nicht, eigentlich nicht das, was ich bestellt habe. Also sie haben so ein Wochenend-Special. Irgendwas mit Ananas, vielleicht war es auch besser so, dass ich das nicht bekommen habe. Aber den kenne ich schon, der ist krass. Das Chicken hier ist echt heftig. Der wird sich jetzt erstmal gegönnt, Alter. Chong hat einen neuen Coin empfohlen. Ihr wisst ja, Chong hat ursprünglich Cardano uns empfohlen. Da bin ich mit reingegangen. Dann Helium, Chia Coin und jetzt noch ein neuer Coin. Aber mehr dazu nach der Werbeunterbrechung, aka meinem Essen. Digga, es ist so. Das Chicken ist so softig, oder? Also das Chicken hier ist echt krank. Auf jeden Fall, Chongs neuer Coin ist Artcoin. Barsch hat erzählt, dass er den schon auf der Watchlist hatte, weil in Mallorca im Urlaub hat irgendeiner ihm das empfohlen. Seitdem hat er sich das angeschaut, aber kein Interesse. Warum? Gamble ist das. Und was sind wir? Sichere Investoren. Cash Flow. Darauf müsst ihr achten, Leute. Vielleicht explodiert der Coin? Ja. Vielleicht auch nicht. Aber bei DFI garantierter Cashflow. Zuschuss, Zufluss, plus die Coins können explodieren. Die Coins können explodieren, aber wir machen immer mehr Coins. Das heißt, wir haben mehr Coins, die explodieren können. Und wenn sie nicht explodieren, egal, wir haben Cashflow. Mein Gott, schaut mal, was ich entdeckt habe, Leute. Eudaimonia Cosmilos. Eine künstlerische Intervention von Nina Chermak. Alter. Ich hab mir ein Bubble Tea gegönnt. Eigentlich der beste in München, qualitativ. Die haben aber nur am Wochenende offen. Lecha. Ich habe was ganz Verrücktes bestellt, was auch sonst. Die hatten bei Toppings Eiscreme. Dann habe ich gekauft, ganz normal. Toppings extra bestellt. Da sage ich so Eiscreme. Sie guckt mich so an, als hätte ich irgendwas bestellt, was nicht auf der Karte steht. Sie so Eiscreme. So, ja, da bei Toppings steht doch Eiscreme Topping. Ich weiß nicht, wie man das sonst bestellt, aber das war ernst erfüllt. Das ist einfach in meinem Bubble Tea geschmolzen. Da hat sich's aufgelöst und dann. Dann schmecke ich es jetzt einfach gar nicht. Ah, ihr seht nichts, oder? Ah, spiegelt zu sehr. Ich zeige euch das zu Hause. Die Geschichte von Kogo habe ich gerade auf Instagram gesehen, sehr, sehr interessant. Auch etwas über Pokémon Go war mit dabei. Gänsehaut, Digga, Gänsehaut, Mann, ohne Scheiß.
Ich habe mich hier eingeloggt auf Instagram, weil ich euch ja was zeigen wollte. Übrigens ist der nächste Tag. Und keine Ahnung, wieso ich hier mit Hongstour eingeloggt bin. Weil ich habe ja benutze eigentlich immer den CryptoTab-Browser, aber ich habe aufgehört, den zu nutzen, weil lohnt sich halt null. Und dafür macht er ein bisschen alles hier langsam. Und das ist jetzt Mozilla. Und da ist mein normaler, super saftig Instagram-Account noch nicht hinterlegt. Aber der hier war hinterlegt. Was komisch ist, weil ich habe es nicht hinterlegt. Also keine Ahnung, woher auf einmal die Daten für den Hongstour-Account kommen. Aber koro.de. Ah, nee, geh mal zurück. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal gepostet habe auf dem Account? Digga, vor 3 Monaten. Vor 12 Wochen, 3 Monate. Traurig, Mann. Echt traurig. Auf jeden Fall. Nee, hier. koro.de. Das hier wollte ich euch zeigen. Das haben die vor ein paar Tagen, nee, gestern gepostet. Eine kurze Geschichte von Koro. Okay? Das hat mehrere Slides, da sind sie nochmal alles durchgegangen. Und ihr wisst, wir feiern die Produkte nicht nur, weil wir gesponsert waren und die umsonst bekommen haben. Und nicht nur, weil Piran, der CEO, ein Kollege von uns ist. Nee, sondern weil die Produkte echt krass sind. Und ich finde es halt faszinierend, was die daraus gemacht haben. Vor allem, du kennst halt die Person. Und das ist halt dieses über den Tellerrand hinausschauen. Du denkst dir immer, ja, dieses unbeschreiblich überkrasse, das können nur die anderen erreichen, aber man selber, dein Freundeskreis, deine Leute, ihr seid halt da, wo ihr seid und das wird auch für immer so bleiben, ist es aber nicht. Man kann alles erreichen und deswegen finde ich das immer so faszinierend, wenn ich sehe, was er alles erreicht hat, weil ich habe früher mit ihm einfach Yu-Gi-Oh! Gespielt, wir waren im selben Team, okay, und was aus ihm geworden ist, heißt für uns, für mich, für euch, wir können auch alles erreichen, was wir wollen. Deswegen schaue ich mir das immer gerne an. Erstens, ursprüngliche Geschäftsidee, Waschmittel in Großpackungen, 2012 war das. Mit Costa und Robert. Robert kriegt nicht mal ein Gesicht. Der ist, glaube ich, nicht mehr mit dabei. Traurig für ihn. Dann hier, 2014, Piran ist mit dabei, Alter. Costa, Michelle und Piran vollenden das Trio. Springende Idee von Costas Frau, Nüsse und Trockenfrüchte in Großpackungen. Team aus 3 Mitarbeitern, 2014. Und da haben wir noch zusammen einfach so Yu-Gi-Oh! Gespielt. Kleine Kinder waren wir da noch. Und er hat schon daran gearbeitet. Das war vor 7 Jahren. Krank. Grundprinzipien, die Koro einzigartig machen. Qualität kann ich bestätigen. Faire Preise, finde ich auch. Manche beschweren sich über die Preise, aber wenn man das hochrechnet und dafür, dass alles so Bio, Fair Trade, dies, das ist, ich finde die Preise okay. Wie oft habe ich, wir hatten ja früher ein Budget von 100 Euro, aus diesen 100 Euro eine krasse Box zusammengestellt, wo die Leute und die Jungs sich dachten, Digga, wie hast du das gemacht? Und dann haben wir noch was aus der Box gezogen und dann noch was und die so, hä? Wie hast du das alles für die 100 Euro reinbekommen? Also, ich finde die Preise echt okay, Mann. Kurzhandelswege, Transparenz, ihr wisst, Krypto, Transparenz ist immer ein wichtiger Punkt, Cake. Deswegen Transparenz sehr gut, Großpackungen. Das erste Sortiment, 15 Produkte, alles klar. Das ist das Interessante für euch. 2016, Koros kurioses Marketing, Pokémon Go. Mit Hilfe von Freunden und nach 110 Kilometern durch ganz Berlin schafft er es. Und noch ein paar andere Sachen, also er hat einfach gecheatet, aber egal. Piran auf der Mission, alle weltweit verfügbaren Pokémon als erstes einzusammeln. Alles, um mit Koro-Logo zu posieren. Das wusste ich nicht. Also damals, 2016, wo ich angefangen habe, habe ich davon gehört und den Artikel und so, Euer, das ist doch Piran, dies, das. Habe ich auch den Jungs alles erzählt. Und damals wusste ich nicht, dass es schon Koro gab und er das gemacht hat mit dem Koro-T-Shirt. Das ist krass. Aber er hat gespooft. Hat auch zugegeben, also das ist kein Geheimnis, egal. Hauptsache Marketing mitgenommen. Dann Julia ist reingekommen. Die macht eine Menge auf Instagram. Mehr weiß ich nicht von der. Verpackung neu gemacht, neu gedacht, alles klar. Umstyling 2019 sind wir auf Koro aufmerksam geworden. Oder? Oder war das 2020? Nee, 2020 war das. Neue Produktfotos, finde ich mega. Sortimentzuwachs, Sortiment Non-Food, Supplements. Geschäftsführer 2020. Flo,
keine Ahnung, wer Flo ist, aber Costa, Pira und jetzt auch dieser Flo. 100.000 Follower erreicht im Januar 21. Bestseller, alles klar. So ein paar Nebenprojekte, wie zum Beispiel diese Interviews und Reportagen, fand ich auch mega interessant. Einfach weiter ausbauen. Das ist überkrank. Forbes 30, Under 30. Piran macht sich, mischt sich unter die Runde. Retail und E-Commerce. 2021 Umsatz, 60 Millionen Euro, Mann. Durch euch wächst Kogo. Krank, Digga. Krank. Also Umsatz mal 3, weil 2020 war 20 Millionen. Heftig, Mann, heftig. Hier, letzter Slide. Die haben einen jetzt eigenen Eisladen. Chunks bei Kogo. 1 Million Bestellungen. Von 3 auf 200 Mitarbeiter, Mann. Krank, Digga. Das ist die Story von Kogo, von Piran. So ein Junge, mit dem ich einfach früher Yu-Gi-Oh! Gespielt habe und was er alles erreicht hat. Motivierend, motivierend, inspirierend. Kann ich auch schaffen mit Hongstuo. Wer weiß, könnt ihr auch schaffen mit eurem Projekt. Es spricht nichts dagegen. Piran ist nicht der Schlauste, nicht der Krasseste. Er hat es einfach gemacht und das macht ihn zum Krassesten. Das war's von mir, Leute. Kauft euch was von Kogo. Rabattcode super saftig, falls er noch läuft. Ansonsten natürlich in DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Folgt mir auf Instagram und Twitch. See you business und ciao.